Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video möchte ich ganz kurz auf den Filter transformieren eingehen, und zwar bei KenDLive der Version 2204. Genau, also diesen Filter kann man eigentlich für mehrere Sachen benutzen. Ja, wenn man zum Beispiel ein Bild in ein Video mit reinschneiden will und da soll so ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Pep rein, dann kann man den einmal benutzen. Einfach hier draufziehen, dann hier draufklicken und dann geht hier so ein kleines Menü auf, sage ich mal. Und zu einem kann man natürlich auch, wenn das Bild jetzt ein bisschen schief sein sollte, kann man es hier noch ein bisschen begradigen. Ne? Das klappt mit Fotos genauso gut wie mit Videos. In dem Fall ist es eigentlich gerade. Aber wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen schon jetzt mein Bild einfügen möchte, habe ich hier wieder meine Zeitleiste für dieses Bild in dem Fall. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt noch einen zweiten Punkt einsetzen und kann sagen, okay, in der Zeit soll er hineinzoomen. Ja? Und ich sage ihn einfach mal, er soll auf mein Fahrrad zoomen. Weil das ist jetzt besonders wichtig, besonders toll. Ich klicke hier nochmal drauf. Achte auf, dass es markiert ist, dass meine Maus hier ist. Dann kann ich da so reinscrollen. Und hier kann ich noch so ein bisschen hin und her schieben. Ja, so wie mir die Position am besten gefällt. Schauen wir uns das mal an. Und dann wird es im Endeffekt so aussehen. Das wäre eine Möglichkeit. Nochmal ein anderes Bild, nochmal transformieren, klick hier drauf, hab da den ersten Punkt, da den zweiten Punkt und dann sage ich ihm am zweiten Punkt, soll er, na, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt, ich muss natürlich auch in dem Feld bleiben, wenn ich an der Maus drehe. Soll er mir das so zeigen? Dann wird das zum Beispiel jetzt so aussehen. Beim Duxer. Bild Nummer 1. Bild Nummer 2. Ja, und weil das so schön war, nehmen wir nochmal Bild Nummer 3. Nehmen wir jetzt irgendein Bild. Ja, meinetwegen das hier. So würde das jetzt aussehen. Eigentlich ziemlich langweilig, wenn ich es einfach nur so abspielen lassen würde. Ja, und durch Transformieren kann man zum Beispiel auch das Ganze ein bisschen hin und her bewegen lassen. Und dazu muss ich allerdings hier den Zoom-Faktor erhöhen. Einfach mal so 120 ungefähr, das kommt schon hin. Am besten gibt das mit der Hand ein, hat man eine schöne glatte Zahl. Und Startpunkt wäre auch 120. Jetzt ändert sich natürlich nichts. Von da nach da ändert sich nichts, außer dass das Bild größer ist. Und jetzt sage ich, im Startpunkt wäre jetzt als Beispiel, sagen wir mal hier. Hier soll er starten. So ungefähr. Und aufhören soll er, weil das Bild soll nach rechts wandern, soll hier. Jetzt habe ich einfach nur einen Rechts-Links-Effekt erzeugt. Stimmt gar nicht. Ja, irgendwie ist er jetzt immer noch ein bisschen schief. Kann noch ein bisschen korrigieren. Irgendwas ist da jetzt falsch gelaufen. Nein, hier ist er richtig. Nein, anfangen wollte ich ja hier. Anfangen will ich hier. Und mein Ende soll sein einfach nur da. Man kann die Koordinaten auch noch vergleichen. Y sollte jetzt in dem Fall gleich bleiben. Minus 216. Dann machen wir hier auch minus 212. Dann wird es nur in der X-Achse quasi, wird das Bild nach rechts und links verschoben. In etwa so. Das benutze ich auch viel, wenn ich die Kamera auf dem Boden aufstelle und dann quasi, sagen wir, von rechts nach links fahre, kann man das gut benutzen, diesen Effekt.
wenn ich jetzt hierher fahren würde oder umgekehrt hierher fahren würde, würde die Kamera so, da so ein bisschen mitwandern. Dann, ich nehme jetzt hier ein Beispielvideo, wo man das auch gut verwenden kann. Ich mache den Ton mal hier eben aus. Wenn zum Beispiel, ja, ich nehme mal eine schönere Szene, suche mal eben eine Szene, eine passende. So, hier ist ein schönes Beispiel. An dieser Szene sieht man, ist halt die Kamera ein bisschen schief. So. Und ich sage mir einfach, okay, das gefällt mir nicht. Ich möchte das Bild einfach gerade haben. Ne, ist jetzt nicht viel, aber ist einfach nur ein Beispiel. So, dann gehe ich hier drauf, sage ihm, pass auf, Filter ist drauf, transformieren wieder. Und hier kann ich die Drehung einstellen. Das kann ich alles im gleichen Filter machen. Das ist das Schöne an diesem Transformieren-Filter. Und kann ihm sagen, drehe das so weit, bis ich der Meinung bin, oh yo, jetzt ist das Bild gerade. Sagen wir mal in dem Fall 2, 3 Grad. Jetzt habe ich hier oben natürlich solche blöden Ränder. Jetzt muss ich hier wieder mit dem Zoom-Faktor arbeiten und gucken und so weit reinzoomen, ja, bis im Endeffekt die schwarzen Ränder wieder weg sind. Dann kann ich hier auch noch mal ein bisschen korrigieren. Das Bild noch so ein bisschen hin und her schieben, ja, so dass das ungefähr passt. Und dann wird das jetzt so aussehen. Ja, und schon ist das Bild ein bisschen gerader. Also, transformieren kann man gut zum Reinzoomen verwenden. Einfach nur, wenn man das Bild größer machen will. Oder halt eben auch zum Korrigieren, wenn das Bild mal schief ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!